So, jetzt bin ich mal wieder da. Heute möchte ich euch einmal Babyboomer Variante 1 von mir vorstellen. Und zwar legen wir gleich mal los. Ich habe komplett alle Produkte aus dem Nagelladen. Das heißt, wir verwenden einen Superbonder, das Fit Up, das ist das Haftgel, dann das Natural White, als Make-up Gel, als Setup Tool und was ich jetzt gerade noch vergessen habe, zu guter Letzt als Shine Up. Okay, gut, dann starten wir gleich mal. Und zwar, passt auf, mache ich euch einmal näher her, so dass man es richtig schön sieht. So, mein Nagel. Jetzt lege ich gleich mal los. Und zwar, der Nagel kehrt als allererstes, wie ihr schon wisst, die Nagelhaut zurückschauen. Überall, dass es schön zurück ist. Dann kehrt die Nagelhaut, die unsichtbare, entfernt mit dem Fräser. Was, wenn nur Rest von der alten Modellage drauf ist, dann wird auch jetzt ein schöner Übergang befeilt von der alten Modellage, die wo ihr aber schon abgetragen habt, wo schon die alte Farbe und das herunter ist, und da wird jetzt nur noch der Übergang schön gemacht. Gut, das haben wir jetzt auch. Als nächstes wird mit, also ich nehme da mein Wechselbuffer. Bei jeder Kundin wird der Naturnagel nun massiert. So, ein bisschen zurück. Wird der Naturnagel noch schön mattiert. Gut, das haben wir auch. Dann, wenn das alles hier erledigt ist, staubfrei ist, ich glinne dann einfach nur am Nagel, damit er zusätzlich auch staubfrei wird, auch die Seitenränder und desinfiziert wird. So, das ist erledigt. Dann trage ich einen Superbonder auf. Schön nur im Naturnagelbereich und bis zur Kante vom Übergang von der alten Modellage. Alles andere wird ausgespart. Nur Naturnagel, gell? Gut, das haben wir jetzt halt auch. Das mache jetzt ich da nicht. Superbonder. So, als allernächstes trage ich mein Haftgel auf. So, dann brauche ich meinen Pinsel. So, als Haftgel braucht man nicht viel. Und das Haftgel wird massierend in den Nagel eingearbeitet. Das heißt, in kleine kreisende Bewegungen, erst tue ich mal auftragen und dann massiere ich das. Und ihr braucht da ganz wenig Gel und habt so perfekte Haftung danach. So. Und das packe ich jetzt für 2 Minuten in meine UV-Lampen. So. Jetzt als nächstes tragen wir das Natural Weiß auf. Und zwar habe ich dazu einen Langhaarpinsel, damit ich schön soft ausstreichen kann. Da setze ich mir jetzt erst einmal, grob gesagt, French. An der Kundin mache ich es meistens da, wo bei ihr, also bei der Nagelkuppe fange ich an, ziehe das nach vorn. Sieht man ja normal durch. So, mache jetzt als erstes einmal das. Es ist halt mit dem ist schwerer, weil das so ein dunkler Typ ist.
So. Und jetzt nehme ich meinen Pinsel, den habe ich jetzt leicht abgestriffen. Und jetzt ziehe ich ihn nach hinten. Also ein zarter Übergang entsteht. Und das härte ich jetzt wieder für 2 Minuten aus. So, jetzt als nächstes nehmen wir das Make-up-Gel. Nehme wieder meinen weichen Pinsel. Setze das ungefähr bei der Hälfte von meinem überbliebenen Naturnagel an. Gehe es allererst einmal nach hinten, ziehe es so ganz leicht nach hinten, dass aber beim Stresspunkt noch immer das höchste ist. So, und jetzt ziehe ich es mal mit meinem Pinsel ganz zart nach vorne. Setze dann nochmal was. Streife wieder ab meinen Pinsel, damit es nicht zu viel Gel wird. Und ihr seht schon, dass es einen ganz einen zarten Verlauf gibt. Und ich gehe halt vorne auch übers French drüber. So. Jetzt machen wir das dann ein bisschen zarter machen. Das ist jetzt die Variante, die wo ich eigentlich am meisten bei mir im Studio mache. So. Das war jetzt einmal das und das wird jetzt auch wieder 2 Minuten ausgehärtet. Als vierter Step haben wir jetzt halt unser Setup 2. Damit machen wir jetzt halt noch einen leichten Aufbau. Und das tragen wir jetzt auch wieder in Stresspunktnähe, trage ich jetzt allererst mein Gel auf. Gehe Richtung auslaufend Richtung Nagelhaut, nicht die Nagelhaut berühren, ganz wichtig, und dann nach vorne auslaufend. Wie ich es euch eigentlich beim Fullcover auch schon gesagt habe. So, schauen wir mal schon von der Seite. Seht ihr das? Dass ein kleines Bauchl entsteht. So, von beiden Seiten. Genau. Und das kommt jetzt auch wieder für 2 Minuten in die Lampen. So, jetzt hat die nächste Step ist jetzt das Cleanern. Cleanen wir es. So. Und jetzt geht es ans Befeilen. Und das eigentlich auch wieder genauso wie beim Fullcover. Ich fange bei der Seite an. Also so mache es halt ich bei mir in meinem Studio mit meinen Kundinnen. Ich fange als allererstes bei der Seite an. Erst rechts und links, dass man eine schöne Seitenführung kriegt. So.
habe ich auch wieder meine Wechselfeile, die wo ich, mein Edelstahl, die wo ich für jeden Kunden ein neues Blatt hernehme, zu jedem Termin. So. Und dann arbeite ich mich von vorn nach hinten vor. Das ist jetzt mal grob unser Babyboomer. Da könnt ihr jetzt halt noch, wenn ihr jetzt Stempel drauf machen, Airbrush drauf machen und Co. Ich tue den jetzt halt, mach mein Versiegelungsgel drauf. Ein Schein ab mache ich jetzt drauf. Und das ist als erstes eine dünne Schicht, eine Kontaktschicht und dann einmal satt, schön um den freien Nagelrand, um die freie Nagelkante rumgehen und wieder jetzt so 2 Minuten aushärten und fertig ist euer Babyboomer. Und wie gesagt, das war jetzt Variante 1 und in der nächsten Zeit zeige ich euch weitere Varianten. Okay, also dann, ciao, servus, pfiat euch!